Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Hallo und herzlich willkommen bei Edna bricht aus. Ja, wir sind in der Gummizelle. Ja, wir sind irre. Ja, also, ja. Nein, natürlich sind wir nicht irre. Warum komme ich hier dauernd auf das Inventar? Aber ich würde trotzdem sagen, herzlich willkommen bei Edna bricht aus. Und ja, was soll ich sagen und nicht lügen? Wir sind jetzt bei Edna bricht aus. Und ich laufe hier natürlich nur sinnlos durch die Gegend. Wir laufen mal darüber. Ich sollte mir vielleicht das Fenster da wegschalten. So, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Edna bricht aus. Wir sind jetzt endlich bei Edna bricht aus. Immer noch leider in der alten Engine. Also nicht unbedingt leider, aber wir sind halt noch in der normalen Engine, nicht in der Engine, die ich selber programmiert habe, weil ich da leider noch keine Zeit hatte, die ganz fertig zu machen. Ich bin damit einfach schlicht nicht fertig geworden. Da oben in der Ecke hockt unser werter Poki. Hier unten haben wir einen Haufen Polster. Da haben wir Edna, die uns gerade mal demonstrativ den Rücken zuwendet. Hallo, Edna. Könntest du dich bitte mal so hinstellen, dass man dich sieht? Ja, hallo, Edna. Das daneben ist Harvey. Unser alter blauer Frottee-Freund. Ja, da hinten haben wir Stuhl. Wir haben auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten. Also fast unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe mal nachgeschaut in der Skript-CSV. Es sind der gesamte Spielablauf umfasst 57.000 Anweisungen. 57.000 Anweisungen. Das sind Interaktionen, das sind generelle Abläufe, wie zum Beispiel das Intro und so weiter und so fort. Also das ist schon eine Menge. Ja. Gut, ich würde mal sagen, dann will ich mal euch nicht zu viel die Ohren voll labern. Wir legen gleich mal los. Also, wenn man hier irgendwie rumklickt, dann hat man Gehe zu. Wenn man hier hinklickt, dann hat man da halt auch Gehe zu. Wenn man hier da hat man Schaue an, da hat man Nimm, da hat man Reden mit. Du kannst auch mit Leuten, mit Sachen reden. Mit Leuten, Sachen, was weiß ich was reden. Benutzen. Benutzen. Benutzen ist so eine Lieblingsaktivität, war unter anderem von Gronken Lieblingsaktivität, nämlich kombiniere alles mit allem. Das werden wir vielleicht mal irgendwann in der Session machen, aber um halt viele nochmal ein paar Itemreaktionen einzusacken, aber ich versuche es nicht unbedingt allzu arg zu übertreiben. Einfach, weil das sonst ein wenig langweilig auf die Dauer wird. Naja, auf jeden Fall
würde ich mal vorschlagen, wir setzen jetzt hier mal an und machen erstmal hier. Schaue an Harvey. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Ja, und Edna ist zu leise. Dann machen wir mal nehmen. Achso, nehmen. Nehmen kann ich den gar nicht. Ich kann nur benutzen mit. Benutze Harvey mit Polster. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Oh. Ja, da haben wir wohl gerade den Wächter vor der Tür gestört. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir reden mal kurz mit Harvey. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Ja, also irgendwie der Ton ist ein bisschen unterschiedlich laut und Tonpegel kannst du auch nicht. Doch, das geht sogar. Wenn wir hier, also wir können ja auf Optionen gehen. Wir können Musik entweder an oder ausmachen, Text entweder an oder aus und Sound auch an oder aus. Andere Auswahlmöglichkeiten gibt es keine. Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Auf jeden Fall. Also weil... Ich sitze auch nicht jeden Tag im Irrenhaus. Gut, es gibt natürlich Leute, die behaupten, das wäre ein Irrenhaus, aber egal. Also auf jeden Fall, wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ist auch ein bisschen stickig auf die Dauer in der Zelle. Ja. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Ja, wäre schön. Also der naheliegendste Weg wäre hier die Tür. Das Inventar aufmachen würde ich jetzt eigentlich nicht. Kann man eigentlich hier theoretisch auch locken. Dann geht das Inventar nur auf, wenn man... Hallo? Inventar? Kann man das öffnen? Ach, kann man halt nicht. Dann müssen wir halt hier draufklicken. Ja, okay, egal. Also, wir können mal hier Schauer an Tür machen. Das ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Ach! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, natürlich ist das eine Tür, weiß ja jeder. Nehmen Tür. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Oh, das ist aber schade. Können wir mit der Tür reden? Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ach ja. Ich hasse dich, Tür. Ja, dazu muss ich aber auch noch kurz anmerken, dass die Musik etwas laut ist, was ich ein bisschen doof finde. Und dass ich das Spiel ja schon mal komplett gesehen habe. Von daher weiß ich, was ich machen muss. Also theoretisch. Ich habe das mal letztens gerade nochmal getestet. Es gibt trotzdem Stellen, an denen ich nicht weiter weiß. Da muss ich erstmal genauer überlegen, bis sie rumkombinieren. Aber Sinn und Zweck des Spiels ist ja auch zu kombinieren. Dafür gibt es ja diese ganzen Item-Reaktionen. Und ich sag euch, ich habe die Skript-CSV mal zum Teil gelesen. Da gibt es Item-Reaktionen, die hat wahrscheinlich nicht mehr Gronkh gefunden. Also, weiß ich nicht. Ich hab sein Let's Play noch nie ganz gesehen. Aber ich habe schon mal ein anderes Edna bricht aus Let's Play komplett gesehen. So, benutzen. Können wir die Tür ja auch mal. Die ist verschlossen. Och, Menno. Was hast du erwartet? Ja, das ist die gute Frage, aber ich würde mal erwarten, dass man eine Tür auch aufmachen kann. Außer hat natürlich jemand hat das Ding abgeschlossen. Na gut. Benutze Harvey mit Tür. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Ja, das würde ich auch mal sagen. Zum Beispiel die Tür. Viele Auswahl haben wir ja nicht, aber wir können zum Beispiel mal Benutzer Harvey mit Tisch machen. Hey Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf.
Och, Manu. Dann lieber nicht. Schade. So, benutze Harvey mit Stuhl. Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Meinst du? Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. Ich kann euch sagen, der verbirgt wirklich was. Es gibt nämlich eine Itemreaktion mit dem Stuhl, auf die man wahrscheinlich nicht kommen würde. Da will ich euch jetzt aber nicht zu viel verraten. Was können wir denn hier noch machen? Wir haben hier den Stuhl. Wir haben hier ein Stuhlbein. Ja, wir haben ein Stuhlbein. Ansehen. Hallo. Einfach mal ansehen. Potztausend. Abschraubbare Stuhlbeine. Wow. Wunschware aus dem Möbeldiscount. Ja, wahrscheinlich wollten die Zelle auch nicht so teuer ausstatten. Könnt man den Stuhl nehmen? Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Feng Shui? Kann man das essen? Nee, auf jeden Fall, nehmen können wir nicht, reden. Du bist ein fauler Nichtsnutz-Stuhl. Genau. Können wir den Stuhl benutzen? Ich habe hier lange genug gesessen. Bist du dir da sicher? Na gut. Können wir mit dem Stuhlbein... Können wir mit dem Stuhlbein reden? Ich habe dich gefunden, Stuhlbein. Jetzt bist du dran mit Suchen. Eins, zwei, drei... Mist. Es hatte bereits das beste Versteck. Verdammt! Oh Mann, ich bin da versucht, so viel zu kombinieren. Benutze Harvey mit Stuhl. Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Das täuscht. Ja, kennen wir schon. Harvey mit Stuhlbein? Sieh mal, Harvey. Oha, du hast ein Stuhlbein gefunden, meine Heldin. Ja, das Stuhlbein, das können wir benutzen. Können wir benutzen, Stuhlbein? Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Oh, jetzt haben wir das Stuhlbein eingesackt. Inventar. Ja, mein Stuhlbein. Können wir das mit Harvey kombinieren? Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Ja. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Das wäre irgendwie schön, aber wir können ja auch das Stuhlbein vielleicht mal an die Polster hauen. Das hatte kaum einen Effekt. Oh. Wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Das wäre schön. Vielleicht können wir ja das Stuhlbein einfach mal so an die Türe hauen. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Passt nicht. Menno. So, dann hauen wir das Stuhlbein einfach mal an Gitter oder Tisch. Ist, glaube ich, eigentlich egal. Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Oha, ich habe es kaputt gemacht. Ja, ich glaube, alternativ hätte man das Ganze auch mit dem Tisch machen können. Mit Stuhl. Jetzt kriege ich es nicht mehr dran. Schade. Was passiert, wenn wir das Stuhlbein mit Harvey benutzen? Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Das wäre nicht so toll. Ja, was könnte man denn noch machen? Wir können das Stuhlbein auf den Tisch hauen. Nein, es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat mir nichts getan. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach ja. Stimmt, das wollte ich gerade auch sagen. Das weißt du nicht mit Sicherheit, ob der Tisch wirklich nichts getan hat. So, was könnte man denn noch machen? Wir könnten das Stuhlbein noch mal benutzen. Stuhlbein mit Gitter. Ich will hier raus. Vergiss es. Ja, da hat der Sound gefehlt. Ja, Zero Pointer for Speech, bla bla bla.
Ja, Zero Pointer. Das Problem ist, da haben wir offenbar einen Skriptfehler mal wieder gefunden. vielleicht machen wir das später nochmal mit dem richtigen Ton. Vielleicht kriege ich den Skriptfehler noch gefixt. Ich muss mir einfach nur merken, dass da ein Skriptfehler war. Vielleicht beim Schneiden merke ich es dann ja auch. So, aber ich würde mal sagen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ach nee, wir können doch noch. Ich würde mal sagen, wir hauen jetzt erstmal hier die Polster. Und dann. Machen wir das gleich mal mit allen Polstern. So, einmal hier Stuhlbein mit Polster. Wir machen einfach mal alle Polster kaputt. So gehört sich das ja, wisst ihr ja. Benutzen mit dem Polster. Wir schlitzen einfach mal alle Polster auf, kann ja nicht schaden. Zerschlissenes Polster. Ansehen. Schaue an. Zerschlissenes Polster. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Ja, das kann man so sehen. Ansehen. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ja, das stimmt schon. Da kann man sich einmal dagegen schmeißen und es tut nicht weh. Was kann man noch machen? Weitere Polster kaputt machen. Ich glaube, wir können eigentlich alle Polster kaputt machen. Wir machen jetzt mal fix das da. Nein, das geht nicht. Schade. Das da mit Polster. Ja, dann nochmal hier den da. Also das ist übrigens eine schöne Sache, die man im Spiel machen kann. Man kann die Polster kaputt machen, man kann sehr viel kaputt machen. Also genau das Richtige für mich. Ich bin auch einer, der aufs Kaputtmachen aus ist. Vorerst genug geschlitzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber schön, dass wir diese Reaktion gehört haben. Und das Schöne übrigens, diese Dinger hier, diese Schlitze, das sind alles sogenannte Raumobjekte. Dazu sagt Poki übrigens später auch noch ein paar Worte. Aber jetzt lassen wir erstmal Poki zu Wort kommen. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis. Ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, das stimmt schon irgendwie. Moment, ich muss gerade erst ins Fenster kommen. Also, das war Poki, also unser aller Meister. Und die Musik ist gerade etwas laut geworden. Auf jeden Fall, aber er hat schon recht, wir haben uns schon eine ziemliche Zeit hier in der Zelle aufgehalten. Ist zwar noch keine halbe Stunde oder so, aber wir haben uns einfach ein bisschen mit beschäftigt. Und ich würde mal vorschlagen, aber der Entwicklerkommentar ist ja von 2012, also ich glaube, aber die Entscheidung, dass du dich hier am Anfang erstmal rumeierst, naja, also wie man hier rauskommt, weiß ich ja noch, aber ich habe hier nur so spaßeshalber ein bisschen rumgetestet, also mal alles kaputt gemacht, weil wir können hier im Prinzip die gesamte Zelle, glaube ich, einsauen. Wir kriegen auch später noch ein paar Items, mit denen wir die Zelle hier einsauen können. Ich mach gerade meinen Vorhang mal zu. So, und jetzt mal
schaue an Gitter. Ich hasse Gitter. Gitter ganz, oder was? Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Ja, das steht zu befürchten. Dann reden mit Gitter. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Ja.